Meine Damen und Herren, der Augenblick, auf den die ganze Welt wartet, ist gekommen. Wir wissen nicht, wie einem Raumschiff zumute ist. Wir können nur... Da! Rakete auf die Gründe! Achtung, Achtung! Hier meldet sich die Sternwarte der Vereinigten Flugbootwerften. Der riesige Flammenschweif ist das Einzige, was wir von dem Raumschiff noch sehen. Seine Geschwindigkeit ist ungeheuer und steigert sich von Sekunde zu Sekunde noch weiter. 7 Minuten und 53 Sekunden dauert nun bereits diese infernalische Geschwindigkeitssteigerung. Da! Die Raketen verlöschen! Das Raumschiff hat jetzt die Geschwindigkeit von 11.200 Metern pro Sekunde erreicht und fliegt nun wie ein geschleuderter Stein in gewaltiger Wurfbahn ins Weltall hinaus! Auf dem Kilimandscharo in Deutsch-Ostafrika. Unter dem überwältigend klaren Himmel Deutsch-Ostafrikas kann das gigantische Instrument dieses Observatoriums seine ungeheure Leistungsfähigkeit voll erweisen. Es scheint, als ob Kommodore Haas seiner Tollkühnheit die Krone aufsetzen und diesen rasenden Sturz erst in letzter Sekunde in eine kreisrunde Flugbahn um die Mondkugel überleiten will. Wird ihm das gelingen? Unternehmen ist gelungen. Weltraumschiff 1 umfliegt in 1200 Kilometer Höhe die Mondwüste. Achtung, Achtung! Der Präsident der Vereinigten Staaten protestiert in einer Botschaft an die Welt gegen den Vorstoß ins Weltall. Alarmagentur gibt bekannt. Deutschland will den Mars annektieren.